Willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Entschuldigt, ich habe gerade Leo rennen lassen und der hat ganz schöne Unordnung geschaffen. Und während er diese Unordnung geschaffen hat, habe ich sie dann eben aufräumen müssen danach. Und ja, jetzt habe ich Muskelkater in den Arm. Und so gesagt, vom Kehren tut mir gerade der Arm weh. Ja, gut. Das eben ist dazu und jetzt zu meinem heutigen Videothema. Ich dachte, ich lasse euch mal so an ein paar Beispielen an meinen Gedankengängen teilhaben und an den Sachen, die mich gerade so beschäftigen. Ja, also hier Beispiel Nummer 1, wenn ich zum Beispiel jetzt über ein Handy nachdenke, wie ich es jetzt eben gerade zur Zeit mache, dann denke ich sowas wie, ja, also wenn ich jetzt sparen anfange, dann müsste ich das dann und dann zusammengespart haben. Aber wenn ich dann auch noch irgendwelche Zusatzsachen brauche, wie zum Beispiel eine Handyhülle und natürlich ein Panzerglas für das Bildschirmding, damit es nicht zerbricht, weil es ja echt blöd, wenn es zerbricht. Weil ich meine, hat man Garantie, wenn es zerbricht? Ich glaube, man hat keine Garantie, wenn es zerbricht. Ich sollte vielleicht morgen mal auf die Internetseite gucken, ob es Garantie hat, wenn es zerbricht. Ich könnte es jetzt aber auch jetzt machen. Aber wenn ich es jetzt mache, dann muss ich wieder aufstehen und ins Internet gehen und suchen. Ja, nein, nein, ich bin zu müde. Dann geht es meistens weiter am nächsten Tag mit solchen Gedanken wie, ja, nee, irgendwie habe ich heute immer noch keine Lust dran nachzugucken. Ich meine, was bringt's? Ja, doch, als brächte mir die Info, dann bräuchte ich vielleicht keine, ach, ich kaufe sowieso, also lassen wir es. Rechnen wir es einfach mit dazu. Gut, also rechnen wir noch das dazu, dann noch die Hülle. Soll ich mir dann eine Hülle aus dem Internet bestellen, die preiswerter ist oder eine im Laden, die wahrscheinlich teurer ist, aber ich dafür in der Hand halten konnte? Ja gut, ich nehme die aus dem Laden. Aber vielleicht habe ich dann wenigstens eine Alternative beim anderen Zubehör. Ach nee, das machen wir einfach dann alles in einem Rutsch, dann müssen wir nicht tausendmal alles aufdröseln. Dann natürlich die nächste Gedankengang. Ich könnte ja die Hälfte davon aus dem Leergut bezahlen, das ich so von den Kästen habe, die ich immer so trinke. Ja, aber dann brauche ich ja ewig, bis ich das zusammengespart habe. Nee, ist irgendwie auch nicht so. Aber obwohl, ich kann es ja zumindest probieren. Ja, und wenn ich dann an dem Punkt angekommen bin und sowas überlege, dann geht es meistens weiter bei mir mit so Gedanken wie, ja gut, rechnen wir es mal jetzt mal ganz genau aus. Wir rechnen es so aus, dass wir es am Ende genau wissen, wie viel wir zusammenkriegen, wann wir es zusammenkriegen und was wir überhaupt dazu brauchen. Oder wir gehen einfach ins Bett und schlafen weiter. Na gut, wir schlafen weiter. Mein Problem. Ich denke dann immer viel zu lange darüber nach. Das ist jetzt nur die leichte Version dieser Gedankengänge. Weil bei mir gehen die dann ungefähr 5 Stunden und ich grübel die ganze Zeit darüber nach und sage mir selbst, ja, nein, ja, nein, vielleicht, ja, nee. Ich könnte ja dazwischen auch noch was anderes machen. Ja, nein, ja, noch 3, 4 Sachen machen. Ja. Und jetzt Beispiel Nummer 2. Nämlich, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, nämlich, naja, für das Geld, mit dem ich das Handy kaufe, könnte ich theoretisch auch Hasenfutter kaufen. Wenn wir jetzt beim Hasenfutter sind, müsste ich eigentlich auch noch über andere Dinge nachdenken. Ich meine, Leo sollte irgendwann bald mal seinen Schnippschnapp bekommen. Besonders jetzt, wo er schon anfängt, überall im Gang seine Duftmarke zu hinterlassen und man immer so eine gewisse Note von Pipi riecht. Oh Gott, außerdem wäre er dann nicht mehr so wild und würde ständig alles zerrupfen und zermachen und zertun. Aber wäre er dann wirklich nicht mehr so wild oder rede ich mir das nur ein? Oh Gott, bin ich jetzt jemand, der hier voll egoistisch sich darüber Gedanken macht, dass er den Hasen kastrieren lässt, nur damit es ihm besser geht? Nein. Obwohl, würde nicht ein Egoist genau sowas sagen? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja kein Ego. Also, nein, nein. Obwohl, bin ich ein Ego? Nein. Ich sollte Mama später fragen. Ich frage Mama später. Ach, obwohl, ich könnte sie auch jetzt anrufen. Dann wird zum Telefon gegriffen, meine Mutter angerufen, egal wo die gerade in welcher Situation ist. Und wenn sie dann irgendwas sagt, wie ich bin gerade dabei, eine E-Mail zu schreiben, ich bin gerade mitten im Essen oder so. Der magische Satz von Elena, ach, war doch nicht so wichtig. Ich könnte es später besprechen. Wenn meine Mutter später zu mir hochkommt und fragt, und was war's denn?
dann ist mir meistens so peinlich, weil es so kleine Albernheiten sind, dass ich dann wieder denke, nein, ich glaube, ich erzähle es Mama nicht. Wenn ich es jetzt Mama erzähle, könnte sie vielleicht sauer sein, weil sie vielleicht dann denkt, ja Gott, musst du mich deswegen dreimal anrufen? Ich könnte es natürlich Papa morgen fragen, aber wenn ich es Papa morgen frage, weiß ich nicht, ob mir die Antwort reicht. Ach, ich denke, ich frage doch Mom. Nein, ich frage sie nicht. Doch, nein, doch, nein. Na, okay, ich frage es was anderes. Ja, dann gehen meine Gedankengänge meistens so weiter, dass ich mir dann selbst wieder anfange, den Gedanken zu machen. Naja, andererseits, ich könnte im Duden nachlesen, was Egoismus bedeutet. Und das, wahrscheinlich würde es überhaupt nicht auf diese Situation passen. Oder? Würde es auf die Situation passen? Ist es eine egoistische Situation und ich bin gar kein Ego? Ja, nein, doch nicht. Dann fange ich doch an, im Duden zu wühlen oder irgend sowas und guck mal nach. Und wenn dann die Beschreibung doch zu mir passt oder zu dieser Situation, dann komme ich meistens mit so Gedanken wie, der Duden hat sich voll gegen mich verschworen. Das ist immer so. Nie ist der nett zu mir. Immer gibt er mir in solchen Punkten recht. Aber wenn ich dann mal was Positives suche, gibt er mir nie recht. Ja. Dann als nächstes Beispiel so Gedanken, die ich so habe. Also ich möchte euch einfach nur mal zeigen, wie meine Gedanken, wie ich so denke. Ja, dann meine nächste Art zu denken ist die müde Art. Die funktioniert dann meistens so. Ja, eigentlich habe ich noch Durst. Aber wenn ich jetzt aufstehe, dann bewege ich mich. Wenn ich mich jetzt bewege, dann verbrenne ich Kalorien und das verbrennt dann auch Flüssigkeit. Also brauche ich am Ende mehr trinken, wenn ich mich jetzt bewege. Also bleibe ich liegen, damit ich nicht so viel trinken und verbrenne. Ja. Aber andererseits, wenn ich jetzt aufstehe und was zum Trinken hole, kann ich mir dabei noch eine Packung Kekse holen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich meine, ein Päckchen Kekse. Oder ich könnte jetzt auch Mom rufen und sagen, Mom. Aber wenn ich jetzt Mom rufe, dann muss ich noch was anderes mir einfallen lassen, außer zu fragen wegen diesen Keksen und dem Trinken. Ich möchte sie ja nicht rennen lassen, nur wegen ein paar Keksen und was zum Trinken. Gibt es noch was ich mit Mom besprechen wollte? Ah, vor 5 Tagen wollte ich doch wissen, ob ich ein Ego bin, wegen der Geschichte mit dem Neoten kastrieren lassen. Das könnte ich ja jetzt wieder aufwärmen. Und dann kommt das nämlich, dass ich die Geschichte, die ich vor 5 Tagen für mich selbst gedacht habe, Anfang meiner Mutter, dann, als ob ich es gerade eben erst bedacht hätte, zu erzählen, damit ich sie rufen kann, damit sie mir hilft, zum Beispiel mit einem Brief oder einem Text oder irgendwas, weil ich irgendwie immer denke, ich kann meine Mom doch nicht nur schreien, nach Mom schreien oder sowas, nur wegen einem Glas Wasser oder einem Keks oder irgend sowas. Und dann habe ich immer dieses schlechte Gewissen nach dem Motto, naja, da muss sie aufstehen, aus ihrem Ding raus tun, nur damit ich dann einen Keks oder irgendwas habe. Also überlege ich dann immer so mindestens 3, 4 Sachen, die ich meine Mom fragen, sagen, erledigen oder irgendwie auch immer will. Und dann zu rufen, du Mom, Mom, bist du da, Mom? So reagiert beim 5. Mal nicht. Dann immer dann dieses, Mom, Mutti, ich habe Hunger, Mom. Dann sie dann immer noch nicht reagiert und fragt, was? Dann kommt ich, ach nix. Dann denke ich mir doch wieder, ach, vielleicht sollte ich doch selber aufstehen und mir selber hoch. Eigentlich ist das der beste Trick, um mich dazu zu bringen oder die beste Möglichkeit, mich dazu zu bringen, selbst was zu machen. Weil ich dann, wenn ich nicht gerade total erschöpft bin und wirklich kaum noch laufen kann, oder mitten in so einem Overload oder so, dann hilft es bei mir meistens, wenn sie einfach ja, es nicht hört und ich dann mehr oder weniger mir dann selbst denke, ach, so wichtig ist es jetzt auch nicht, dass ich hier rumliegen kann. Ja. Aber das andere Ding ist bei mir, was oft mein Problem ist, ich weiß selbst nicht, was ich denke. Okay, das klingt jetzt komisch, aber manchmal brauche ich meine Mom als Gesprächspartner, weil ich selbst nicht drauf komme, was eigentlich mein Plan, mein Wunsch, mein Ding, meine Denke ist. Und dann erzähle ich ihr eine Geschichte 12.000 Mal, immer in der Hoffnung, dass sie mir diesen einen Satz sagt, den ich brauche, um bei mir den Knoten zu lösen, damit es bei mir im Kopf endlich wieder einen Sinn ergibt. Also was soll ich machen? Und was ist dann die hilfreichste Möglichkeit?
Also, hier jetzt ein paar kleine Tipps. Meine Möglichkeit, wie ich es für mich hinkriege, dass ich meine Gedankengänge dann etwas sortiere, ist, ich fange an, Auflistungen zu machen. Aber die schreibe ich nie auf, ich denke sie meistens. Und wenn ich dann je nachdem, was ich gerne möchte, was ich gerne nicht möchte, denke ich dann immer weiter. Dann erzähle ich meiner Mom immer eine A- oder B-Möglichkeit. Also so dieses, sag mal, soll ich oder soll ich nicht? Wenn meine Mutter dann zu mir sagt, nee, mach's nicht, und ich dann zu ihr sage, ja, aber ich mach's trotzdem, dann weiß ich, dass ich es machen möchte. Auch wenn sich das jetzt voll verwirrend anhört, aber so funktioniert das bei mir. Wenn ich dann ihr zustimme, dann weiß ich, dass es mir wirklich nicht so wichtig war. Und ich sage nicht prinzipiell einfach nur das Gegenteil, sondern für mich ist das dann immer eher so dieses Herausfinden, was ich wirklich will. Ich hoffe, mein Video war nicht allzu verwirrend, zu verpeilt, aber glaubt mir, so funktioniert es bei mir da oben. Und wenn ich da oben diese Gedankengänge versuche zu ordnen, ist das manchmal richtig schwierig, weil oft ist es so, dass ich alle drei Gedankengänge zur selben Zeit in kürzestem Abstand verwirrend zwischeneinander durchgemischelt. Dann ist zum Beispiel also der erste und der dritte zusammengefügt und der zweite und der erste und der zweite und der dritte und der zweite und so weiter. Und dann kann es passieren, dass ich total Pillepalle bin. Ja, und das wollte ich jetzt einfach mal heute mit euch teilen und hoffe, dass der ein oder andere versteht oder auch solche Gedankengänge habt. Schreibt mir gerne meine Kommentare, ob es bei euch auch so ist. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.treatmeatoutlook.com. Wir sehen uns wieder am Freitag. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Bis dann. Ciao!